John Woo ist zurück, der Meister von unter anderem The Killer oder A Bullet in the Head. Und der hat jetzt einen neuen Film gemacht, einen US-amerikanischen Film, in dem nicht einmal gesprochen wird, nämlich Silent Night. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. In Silent Night geht es um Brian Godlock und der hat ein eigentlich schönes Weihnachten mit seiner Familie, bis eine Gang quasi vor seinem Garten eine riesengroße Schießerei veranstaltet mit Autos. Seine Tochter wird getötet, er wird fast umgebracht und kann, weil er eine Kugel in den Hals bekommt, danach nicht mehr reden. Und er sinnt nun auf Rache, versucht zu trainieren, um all diese Leute, die dafür verantwortlich sind, zu finden und zu töten. Und das ist im Grunde die Geschichte in Silent Night. Und natürlich spielt es zu Weihnachten, beziehungsweise glaube ich kurz nach Weihnachten oder kurz so in den Weihnachtstagen. Und in der Hauptrolle Joel Kinnaman. Den kennt man aus ganz vielen unterschiedlichsten Filmen, unter anderem aus der Serie Altered Carbon oder auch, glaube ich, zuletzt aus dem neuen Nicolas Cage-Film The Devil with Me oder irgendwie heißt der so. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Kritik ist auf meinem Kanal. Und ich war sehr gespannt, weil ich liebe gut gemachte, handwerklich perfekte Actionfilme. Wie ein John Wick, wie ein Mission Impossible oder wie zuletzt ein Pharang. Und der Trailer hat schon gezeigt, okay, hier wird Wert auf die Action gesetzt. Und ja, das wird auch gemacht. Aber man sollte auch, wenn man einen Film macht, nicht die komplette geschichtliche Ebene vernachlässigen. Und ich sag's mal, wie es ist. Wenn ihr Geschichte innerhalb dieses Films finden solltet, wo auch immer, von diesen 104 Minuten, dann bitte ich euch, schreibt mir auf Instagram und sagt mir wo, vielleicht finde ich sie ja auch. Denn Silent Night hat eines nicht, Handlung. Also das ist, nee. Also hier wird ein Joel Kinnaman einfach angeschossen, versucht dann zu sprechen, kann nicht sprechen, rennt durch die Weltgeschichte und schlachtet einen nach dem anderen ab. Und das auf saubrutalste Art und Weise. Der Film ist nicht zu Unrecht ab 18 freigegeben. Die Action sieht teilweise echt tadellos aus. Da sind richtig, richtig viele Slow Motions drin, so wie man es von einem John Woo kennt. Hier wird Akimbo geschossen. Hier wird einfach alles weggeschrotet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und das sieht gut aus. Ja, das ist auch teilweise gut choreografiert. Ja, aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich in diesem Film
keinerlei Bezug zu irgendeinem dieser Charaktere bekomme, weil keinerlei Mühe angestellt wird, auch nur den Hauch einer Geschichte zu erzählen. Was soll ich dann machen? Also ich kann mir doch jetzt nicht über 100 Minuten einen Film über einen Mann angucken, der Rache sinnt, wenn ich ihn nicht verstehe. Also wenn ich nicht keinen Bezug zu ihm habe, weil wir werden einfach in diese Handlung geschmissen quasi und gesagt, okay, hier, jetzt bitte, nimm. So. Und das funktioniert nicht. Und das ist halt so ein ganz, ganz großes Problem von Silent Night, der dadurch überhaupt nicht funktioniert. Also er funktioniert auf der Action-Ebene, ja, was ein John Woo kann, aber diese ganze Ebene mit, wir versuchen jetzt nicht zu sprechen, wirkt so plakativ, es wirkt so reingebaut, es fühlt sich nicht organisch an, dass die erstens alle nicht sprechen und es wirkt alles so forciert und das funktioniert alles nicht. Keine Handlung, zu forciert und dann gute Action. Das geht nicht ineinander über, das ergibt kein homogenes Ganzes und ich war echt, bin dann aus dem Kino gegangen mit Pressekollegen und dachte, ja, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also für das ist John Woo wieder zurückgekehrt, nach Ewigkeiten, in dem er aufgehört hat, Filme zu machen. Und das soll es jetzt sein? Das soll sein großes Comeback sein? Nee, für mich nicht. Von mir kriegt Silent Night noch nette 5 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr Silent Night schon gesehen? Dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer hoffentlich besseren Kritik. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.